Wenige Tage vor der Bundestagswahl übernimmt die FDP Forderungen der AfD. Wie glaubwürdig ist das? Rheinland-Pfalz, hier ist die FDP seit einem Jahr in der Regierung. Volker Wissing, damals Spitzenkandidat. Wirklich umtreibt ist, dass bei jeder Krise, ob es die Euro-Krise ist oder jetzt die Flüchtlingskrise, die Bundeskanzlerin zunächst einmal Recht und Gesetz außer Kraft setzt. Wenn Flüchtlinge hierher kommen, haben wir einen Schutzauftrag, aber keinen Integrationsauftrag. Bis hin zu der Äußerung von Frau Dreyer, die neulich sagte, wir müssen die selbstverständlich wieder zurückschicken, die als Flüchtlinge kommen, aber vorher müssen wir sie integrieren. Da wird es dann ganz absurd, nicht? Aber zu glauben, wir müssten Integrationsbemühungen für alle Kriegsflüchtlinge aus Syrien aufwenden, da frage ich mich, wo ist denn die Rechtsgrundlage für so etwas weg? Wie kommt man als Ministerin auf eine solche Idee? Im Landtag von Rheinland-Pfalz hört sich die FDP nun so an. Wir uns immer wieder mit dem Thema Integration beschäftigen. Die Integrationspolitik gehört spätestens seit 2015 zu den wichtigsten Bereichen der Landespolitik. Die Integration von Zuwanderern, Migranten und Flüchtlingen zu fördern und erfolgreich zu gestalten, ist, wie wir alle wissen, ein schwieriger, ein langwieriger Prozess. Denn es ist doch ganz wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch für die Zukunft bei uns etwas haben. Hier noch ein Antrag von SPD, den Grünen und der FDP. Mehr Steuergeld für Asylbewerber. FDP, erst so, dann so. Wählen Sie deshalb am 24. September das Original AfD.